Vor kurzem telefonierte ich am Nachmittag mit zwei mir lieben Menschen. Mit der ersten sprach ich über den Tod ihres hochbetagten Vaters, der nach einem Oberschenkelhalsbruch operiert wurde und dann an einer sich anschließenden Lungenentzündung verstarb. Die zweite erzählte mir vom Tod ihrer langjährigen Freundin, bei der im Alter von 69 Jahren erst wenige Wochen vorher ein Krebs diagnostiziert wurde, an dem sie jetzt verstorben ist. In beiden Gesprächen ließen wir etwas vom Leben und jetzt vom Sterben der lieben Verstorbenen lebendig werden. Während des zweiten Gesprächs sah ich, dass mich eine Nachricht auf meinem Handy erreicht hat. Eine ehemalige Mitarbeiterin, mit der ich weiterhin in gutem Kontakt stehe, teilte mir mit, dass sie am Tag vorher ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat. Ein Bild hatte sie angehängt. Von ihr wusste ich, dass diese Schwangerschaft sie körperlich wohl intensiver gefordert hat als die beiden vorherigen. Ihr hatte ich gesagt, dass ich an sie denke und immer wieder eine Kerze in der Kirche für sie anzünde. Etwas Ähnliches hatte ich auch denen mitgeteilt, die jetzt um einen lieben Menschen trauern. Seit einigen Jahren habe ich es mir zur guten Gewohnheit gemacht, Menschen, die mir das, was sie bewegt und bedrängt, zu sagen, dass ich an sie denke und eine Kerze entzünden werde. Und so geht mein erster Weg in unsere Kirche vor dem Morgengebet oft zu einem der Kerzenstände in unseren Seitenstiften. Die Kerze ist für mich hier ein Zeichen, dass das, was mir anvertraut ist oder um was ich gebeten wurde, abzugeben, von mir weg zu ihm hin, der unser Leben zusammenhält. Denn bei vielem, was ich wahrnehme oder mir mitgeteilt wird, kann ich persönlich unmittelbar nichts machen. Nicht selten bin ich hilf- und sprachlos. Was mich hier trägt und was ich anderen durch den Hinweis auf das Entzünden einer Kerze wortlos zu vermitteln suche, ist mein Vertrauen, dass mit Gottes Hilfe und unserem Bemühen wir uns gegenseitig stützen können. Eine kleine Kerze kann auch an die Osterkerze erinnern, die bei jedem Gottesdienst für einen Verstorbenen brennt und an der bei der Taufe die Taufkerze entzündet wird. Wenn wir eine Kerze in den Anliegen anderer Menschen anzünden, ist dies ein kleines Zeichen der Nächstenliebe, dass wir nicht nur um uns selbst besorgt sind, sondern die anderen mit ihrem Anliegen und Nöten im Blick halten. Das Entzünden einer Kerze lässt viele Möglichkeiten der Deutung offen. So vielfältig unsere Wege als Menschen, auch in unsere Beziehung zu Gott und Jesus Christus, dem Licht der Welt, sind.